Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von uns. So, ein weiteres Hurghada-Highlight, da ihr es gewollt habt, da die letzten Videos auch so gut gelaufen sind, da danke ich euch dafür. Herzlichen Dank an alle Zuschauer, ihr seid einfach die Besten. Habe ich mir gedacht, jetzt mache ich eine weitere Folge. So, und was erwartet euch jetzt in diese Folge, also in dieses Video? Euch erwartet zuerst schauen wir uns die Marina, aber von der anderen Seite an, sprich dort, wo die ganzen Yachten geparkt sind. Schauen wir sich die paar Yachten an, schauen wir sich ein bisschen das Rote Meer an. Danach schauen wir uns die älteste Moschee in Hurghada, und zwar das ist die Elmina-Moschee. Wir waren auch drinnen, wirklich wunderschön. Und danach zeigen wir euch das Testcenter in der Mamsha, also dort, wo man die Corona-Tests machen kann. Wie das funktioniert, habe ich in ein anderes Video schon gezeigt. Das werde ich euch in diesem Video sowieso verlinken. Und danach zeigen wir euch, wo die Tests dann zum Abholen sind. Also wo wir die Tests abgeholt haben. Und zwar das ist dann in El Dahar. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß in diesem Video. Genießt Hurghada. Genießt die Marina. Genießt die Rundfahrten oder genießt die Fahrt zu den Orten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Habt gute Unterhaltung. Abonniert den Kanal. Kommentiert auf jeden Fall die Videos. Stellt mir Fragen, ich freue mich so sehr auf eure Fragen. Ich freue mich auf jede einzelne Frage, die ich beantworten kann. Stellt mir Fragen zu Hurghada, zu Ägypten, und wir werden sie euch beantworten. So, und jetzt wünsche ich euch halt viel Spaß in diesem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch es gefällt, lasst einen Daumen da. Ansonsten abonniert den Kanal für weitere Videos aus Hurghada, und nächst kommen auch Videos aus den Ausflügen von Österreich, also was wir in Österreich gemacht haben. Auf die könnt ihr euch freuen, da habe ich eine kleine Umfrage gestartet und die Antworten waren sehr positiv. Ihr wollt diese Videos, und die kommen jetzt mit Ende November kommen die ersten Videos. So, und jetzt wünsche ich euch halt viel Spaß in diesem Video, und wir sehen uns im nächsten Video bzw. hören uns. Wünsche einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüssi!
Wir gehen jetzt in die neue Marina, wo die Reichen sind. Hier sind die Reichen und auf der anderen Seite sind die Armen. Und ich hoffe, wir gehen dann in diese Moschee rein. Das wäre doch mein Traum. Aber nicht für alle, Papa. Aber nicht für alle. Das ist in Ägypten die allerälteste Moschee, die Al-Mina Masjid. Jetzt Papa, gehen wir in die Moschee rein. Was? Hast du mal weiter? Ja, na sicher. Ein Kreis.
Bücher. Bespari. Das ist ein Papyrus-Museum. Dieses alte Papier, was tausende von Jahren haltet. Ja, zum Testen, hier ist es. Um euch nur einen kurzen Trick zu machen. Ich kann es nicht drinnen filmen, also dürfte ich auch nicht. Aber soweit es geht, filmen wir. Ja. So, hier ist es, das ist direkt an der Mamscha. Da kommt sie her und macht einen PCR-Test. Wir sind angekommen zum Testen. Und ja, wir müssen da reingehen mit Maske. So. Da sind wir jetzt im Testzentrum drinnen. Es geht leider, wir konnten leider nicht filmen gut, weil es viele Leute gegeben hat. Deswegen schauen wir, dass ihr nur einen kleinen Blick bekommt. So, und dort vorne rechts geht man hin mit den Pässen und da zahlt man auch die PCR-Tests bzw. die Antigen-Tests. Dann bekommt man einen Zettel, den man dann rechts vorne abgibt mit den Ausweiskopien. Dann wird man aufgerufen und dann wird die Probe entnommen, entweder für den Antigen-Test oder den PCR-Test. Test abholen, also die Testzertifikate. So, und wir sind jetzt in El Dakhar, wo wir dann die Tests abholen. Ungefähr 24 Stunden später geht man hin, ganz einfach mit dem Ticket, was man dort bekommt beim Testen, und man holt sich ganz entspannt die Tests ab. Wie gesagt, wir sind wieder mit dem Taxi gefahren, weil das für uns günstiger ist und weil das für uns billiger ist oder billiger gewesen ist. Und wir haben auch ein bisschen mehr von Hurghada gesehen. Wir sind ein bisschen spazieren gefahren danach. Die Videos kommen noch. Ja. Das war's eigentlich. Also ihr seht jetzt nur mehr, wo das ist, für die Tests abzuholen. Und ich wünsche euch damit noch viel Spaß für den Rest des Videos. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben. Gefallen euch unsere Videos? Lasst einen Abo da, unterstützt uns.
würde uns extrem freuen. Kommentiert das Ganze, lasst uns einen lieben Kommentar da, würde uns auch ebenfalls freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns in den nächsten Ägypten-Videos oder hören uns. Bis dann, ciao! Yes, yes. Looking for all. Corona. Alles negativ. Alhamdulillah. It's all okay. Jetzt sitzt du vorne. Ja, dann wieder du und dann wieder sie und dann wieder du. So, komm. Super. So, Corona. Cold, very cold. It's only to make money. Dobros. Yeah. In Europa is cold. Corona is doing too in Egypt, but he's dying of the sun. In a souk of rot, batatas, tomato. Okay. Okay. As photo. Yeah, I know this big one. It was the soup. Soup. Yeah. Big soup. Yes, I know. Yeah, yeah, yeah. Tomato, batatas, fruit, boost like this. Okay. Das ist der Gemüsemarkt, sagt er. Aber da waren wir schon. Da gibt es auch Videos in meinem Kanal darüber. Also der hat 24 Stunden frisches Obst in outside, no. You need looking outside here. No, wie war es der? Yeah? It's okay. Wie war es der? Okay. Yeah. Yeah. Yeah, I know this, we know this, yes. All our Egyptian only live like this. Yeah, yeah. See here, Marco. All our bad energy to you, shopping here. Okay. Eat like this. Okay. Food, tomato for all. It's normal, price. Yeah. El Dahar, okay. Yeah. This way, street El Bazar. Street shopping bazaar. Like this. Mm. Okay. This way, street bazaar. Shopping mall, magazine bazaar. Okay. Like this. Oh. Okay. For all lands, for magazine bazaar.
go in the restaurant? No. Need money? What? Before we go in the restaurant. No. I need money. I need money? Yes. Okay. Lieber als wie Hamam. Geld abholen. Das tut man auch nicht so oft.